Und da wären wir auch schon wieder zurück hier bei Pokémon X. Im letzten Part haben wir es ein bisschen weitergemacht in dem Geheimversteck von Team Flair in Illumina City. Und nun ja, heute werden wir dasselbe machen. Vielleicht werden wir heute auch schon durchkommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir sind jetzt schon seit einiger Zeit hier unter... Ja, wobei, einige Zeit. Naja, jetzt noch nicht so lang, aber... Wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht heute hier durchkommen können. Ich weiß auch nicht, wie lang das sein wird. Wir suchen auf jeden Fall nach einem Schlüssel für diesen Aufzug, den wir gesehen haben. Aber wo wir den herbekommen, das ist die viel interessantere Frage, weil ich habe keinen Plan momentan. Also das geht hier noch so ein bisschen weiter auf jeden Fall. Gucken wir erstmal hier. Ja, da geht es einfach nochmal zurück. Deswegen gucken wir hier. So. Du bist neidisch auf meine tolle Uniform, stimmt's? Das kann ich dir nicht verübeln oder so. Oder dich übel nehmen. Ich finde generell immer diese ganzen bösen Teams nicht so geil. In keiner Generation fand ich das so richtig cool. Man muss doch auch eine geile Geschichte machen können, ohne ein böses Team zu haben, oder? Denke ich mir halt so. Aber leider sieht es dann in Pokémon Karmesin und Purpur auch nicht wirklich anders aus, weil da ist es halt so, dass es ebenfalls ein böses Team geben wird, und zwar eins, das Leute jetzt auch nicht so richtig abfeiern. Zumindest, ich meine, man muss ja natürlich dazu sagen, man kennt noch nicht so wirklich viele Informationen über die. Deswegen finde ich das ein bisschen Quatsch, dass einige Leute die so jetzt so richtig verurteilen oder so. Kann natürlich trotzdem cool werden, aber oh, Horrorblick. Warum denn Horrorblick? Ah, fuck. Aber auf so den. Der erste Eindruck war jetzt nicht unbedingt der beste, sagen wir es so. Also da hoffe ich wieder schon, dass das ganz cool sein wird. Aber in Pokémon Karmesin und Purpur ist es ja generell so, dass es drei verschiedene Geschichten geben wird. Also quasi die ganz normalen Orden, die man macht. Dann noch, ja, muss man so ein Item finden, so ein bestimmtes Item finden. Ein besonderes Item. Ich denke, das wird so, da wird so um legendäre Pokémon gehen. Und das andere ist dann die Geschichte von dem bösen Team. Was ich daran seltsam finde so ein bisschen, ist, dass sie das so richtig bewerben, dass es drei verschiedene Geschichten gibt, aber eigentlich gibt es diese Aspekte ja in jedem Pokémon-Spiel. Also weiß ich nicht, hä? Du machst ja in jedem Pokémon-Spiel eine Geschichte, wo es um Arenen geht. Oder in jedem Pokémon-Spiel hast du ein böses Team. Das ist jetzt nicht wirklich etwas Besonderes. Dass du es dir dann aussuchen kannst, ob du es machen möchtest oder nicht, okay. Das ist was Besonderes, klar, aber... Ich weiß es nicht. Das finde ich so ein kleines bisschen komisch. Aber mal abwarten, was da noch so kommen wird. Ist jetzt generell nur noch weniger als einen Monat, bis Pokémon Karmesin und Purpur rauskommen. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Ich finde auch, dass die Switch, diese Limited Edition da, diese Karmesin und Purpur Switch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass die richtig, richtig geil aussieht, so richtig stylisch, die finde ich richtig geil. Also nicht nur die Konsole an sich, sondern auch im Dock, wie die aussieht. Finde ich richtig cool. Also ich wünschte mir schon, dass ich mir die kaufen könnte, aber ich habe halt schon eine. Was mache ich jetzt? Mein Team ist hier halb tot, ne? Ich könnte theoretisch nochmal zurückgehen und zu heilen, aber ich will nicht. Ich will nicht! Weil ich dann den ganzen Weg hier nochmal laufen muss. Infos über eine Person im Holodeck nachzulesen ist doch öde. Ich will mich lieber hier austoben, dass die Fetzen fliegen. Ja, ja. Also, ich fand es mal geil, ein Pokémon-Spiel zu haben, wo es kein böses Thema oder so einen Konflikt gibt. Einfach so ein Pokémon-Spiel, wo man erkunden geht. Die Welt erkunden geht, mit Leuten redet. Ich meine, warum denn eigentlich nicht? Ist denn nicht die Arena-Challenge schon Konflikt genug? Ich meine, du hast ja ein Ziel in dem Spiel. Da muss es doch nicht so ein böses Team geben. Ich weiß, das habe ich jetzt auch schon mal von ein paar Parts mal angesprochen, aber ist doch wirklich so. Oder habt ihr wirklich das Gefühl, dass ihr ein böses Team in Pokémon braucht, um diese Spiele ernst nehmen zu können? Das mochte ich eigentlich an der 8. Generation ganz gern, dass man halt nicht alle paar... Da gab es natürlich auch schon so ein böses Team, klar, Team Yell, aber das war jetzt eher so eine Clownstruppe. Das war eher so eine Clownstruppe, wenn wir mal ehrlich sind. Naja. Gut. Wäre auch der besiegt? Oder die? Die, ne? Die Typen sehen ein bisschen anders aus. Ach, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen komisch hier. So. Sind wir jetzt da? Weil. Oh ne, da oben ist auch noch. Da ist auch noch was. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier rein, oder? Sind vielleicht nochmal Betten vielleicht, damit ich heilen kann? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, hier. Ah, hier ist die nächste von denen. Ja, also mein Team ist schon ziemlich angeschlagen, ne? Ich sollte heilen. Ich könnte jetzt natürlich extra zurücklaufen, aber ich will jetzt nicht eure Zeit verschwenden, deswegen mache ich es einfach hier mit Items. So ein bisschen. Und ich will auch vor allem nicht dieses Rätsel da noch machen.
Das ist halt schon so ein bisschen verwirrend zumindest. So, heilen wir hier den. Dann würde ich sagen, bräuchte ich ein paar Paraheiler. So. Nintendia Paras geheilt. Hier Paras geheilt. So. Und Hypertränke bräuchte ich auch noch ein paar. Genau, so. Perfekt. Und ich weiß dann noch gar nicht, was dann hiernach noch groß kommt. Nachdem wir hier fertig sind. Weil klar, wir brauchen noch den 8. Orden und dann die Liga, aber kommt da doch echt mehr? Nee, oder? Das Spiel hat halt auch nicht so mega krass den Postgame. Ich kann euch mal zeigen, wir haben momentan wie viele Stunden Spielzeit? Ist das hier irgendwo? 22 Stunden Spielzeit. 22 Stunden, das ist ja schon relativ ordentlich für diesen Zeitpunkt eigentlich. Sieh an, sieh an, sieh an. Der Junge aus der Frosthöhle, diesmal also allein unterwegs. Ja? Was du nicht sagst. Du hast also deine Pokémon vergessen, sowas aber auch. Wir hören regelmäßig die Holologs aller Pokémon-Trainer ab, deswegen weiß ich auch bestens über dich und deine Freunde Bescheid. Mit einem Mega-Ring kannst du in einem Pokémon schlummernde Kräfte zum Vorschein bringen. Das ist ein bisschen wie die ultimative Waffe. Die holt auch im wahrsten Sinne des Wortes alles aus einem Pokémon heraus. Man könnte sagen, wir verfolgen ähnliche Ziele. Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber okay. Also, das hört sich ja eher so an, als würden die Pokémon ausgebeutet werden. Was du mir da so erzählst. Gut, dann würde ich mal wechseln, ne? Wechsel mal auf meinen Morni, der wird den ja wohl besiegen können. Hundemon, oder? Das werden wir wohl hinbekommen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was dann da noch alles so kommen wird, aber wirklich viel haben wir jetzt nicht mehr vor uns. Das sind jetzt schon die letzten paar Parts, der letzte Endspurt. Und ich denke, nach der Liga belassen wir es auch dann erstmal dabei. Vielleicht werde ich den Rest noch so ein bisschen streamen. Aber es gibt generell nicht so viel, was man überhaupt streamen könnte zu dem Spiel. Weil der Postgame ist halt echt nicht so lang. Es gibt so eine Geschichte in Illumina City, die vielleicht so eine Stunde lang ist. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz daran, aber ich glaube, die war etwa so eine Stunde lang. Ja, Wasserdüse brauchen wir nicht. Aber viel mehr gibt es da auch nicht. Gibt bestimmt auch so eine Art Kampfturm. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, aber ich glaube schon. Aber ja, das war halt immer so der große Kritikpunkt an dem Spiel, dass es in der Hinsicht nicht wirklich viel zu tun gibt in dem Spiel. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, es gibt natürlich noch die ganzen Megasteine, die man finden kann. Das Postgame dieses Spiels ist mehr oder weniger einfach das Sammeln der Megasteine, die man an vielen verschiedenen Orten findet. Walter, wie viel Schaden macht denn das? Ich meine, klar, sehr effektiv, aber komm, komm. Ja, also wenn ein Pokémon Z gekommen wäre mit mehr Postgame-Content, wäre das hier tatsächlich vielleicht sogar meine Lieblingsgeneration gewesen, glaube ich. Ja, es hätten noch einige andere Dinge machen müssen, klar, aber an sich wäre das schon ganz cool gewesen. Bravo, du hast es geschafft. Hier, nimm... Ah, jetzt kriegen wir den Schlüssel, okay. Und damit kommen wir dann jetzt nach oben oder unten? Unten wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es hier nach oben geht. Die Kraft des legendären Pokémon, die Kraft, Leben zu geben. Eine Kraft, die auch wir Wissenschaftler nicht zu erklären vermögen. Hast du eine Ahnung, was wohl passiert, wenn wir die ultimative Waffe damit speisen? Nee, aber habt ihr Ahnung davon oder macht es einfach so auf gut Glück? Weil ja, Pokémon X, hier geht es natürlich um das Pokémon, das Leben gibt. Pokémon Y hingegen, das ist die andere Seite der Geschichte. Das Pokémon, das Leben nimmt. Also ich würde jetzt mal gerne... Warte mal. Hä, warte mal. Nee, bevor ich jetzt hier weitermache. Hier oben war doch noch ein Raum, oder nicht? Da waren wir noch gar nicht drin, dort oben. Ah, nee, das ist kein Raum, das ist aber auf jeden Fall ein Item. Ja, wie komme ich denn dorthin? Hä? Ich habe doch keinen Plan, wie ich dorthin kommen kann. Also, hä? Kann ich hier vielleicht... Soll ich einfach zum Lift gehen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Gehen wir hier rein, vielleicht. Schauen wir, ob wir hier irgendwas haben. In welches Stockwerk möchte... Okay, es gibt nur noch ein zweites Untergeschoss. Ich wollte gerade sagen, es hätte ja wohl nicht so viel noch... Ah, ich weiß jetzt, was kommt. Okay. Okay, ich weiß, was jetzt kommt. Bereitet euch auf eine krasse Geschichte vor. Okay, hier geht's so weiter, weiter. Und wen haben wir denn hier? Herausforderer von Fladelis, hör mir zu. Dieser Typ, den haben wir schon mal gesehen. Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja, sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, der eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurde von einem Krieg erschüttert.
Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde von seinem Verbleib. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon. In seinem Herzen entbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um. Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Es wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das wiederauferstandene Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Interessante, aber traurige Geschichte irgendwie. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Er wird nur alles wieder vergehen. Es wird nur alles wieder vergehen, sagen wir so. Oder willst du denselben, nicht enden wollenden Schmerz spüren, der mich schon so lange plagt? Und diese Person war wohl er. Das ist AZ. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen, warum auch immer. Endlich ist es soweit, folge mir. Sehr interessant. Ist da noch irgendwas? Kann man hier rein? Nee. Alles okay mit dir, mein Freund? Gut, also chill mal schön da drin, vielleicht eine Capri-Sonne trinken, ich komme dann gleich vielleicht nochmal zurück. So, und weiter geht's hier. Folge ich ihm einfach mal, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas gesagt bekommen. Ah, es geht doch noch weiter, jetzt erst, ins dritte Untergeschoss. Wo kommen wir jetzt denn hin? Was haben wir jetzt hier für einen Ort? Geht's hier noch weiter? Nee, müssen wir hier hoch. Was ist das hier? Die Pokébälle, die wir ergattert haben und die Pokémon, die wir gefangen haben, sie sind bereit. Summa summarum heißt das, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Wovon redet er da, hä? Oho. Ich habe schon so viel von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich anstellen. Beginnen wir sogleich. Der sieht so komisch aus irgendwie. Das habe ich mir auch schon beim letzten... Den Gegner haben wir noch gar nicht gekämpft, oder? Nee. Ach nee, ich habe den mit dem anderen Typen im Kraftwerk damals verwechselt. Auf jeden Fall... Der sieht so komisch aus, der ist so komplett weiß irgendwie.
Ist das ein echter Mensch oder irgendwie so eine Maschine oder so? Hä? Keine Ahnung. X-Bad. Oh, da müssen wir aufpassen. Ja. So viel zu diesem Thema. Da bin ich direkt mal hier draufgegangen. Ich hätte mich heilen sollen. Ich wusste nicht, dass der Kampf jetzt hier noch kommt, um ehrlich zu sein. Anja. Weil ich dachte halt, es gibt 4 Vorstandsmitglieder, aber nee, scheinbar nicht. Weil wir haben ja schon 4 besiegt. Deswegen ist das hier Nummer 5. Machen wir mal einen Schwerttanz. Aber auch der hat mal wieder nur 2 Pokémon. Also ich finde, schon hätte man so 3-4 geben können, aber naja. Das habe ich ja jetzt mittlerweile oft genug kritisiert. Ja. Machen wir uns nichts draus, würde ich sagen. So, jetzt hier Schwerttanz. Also dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, ne, und wir auch eine sehr hohe Verteidigung haben, macht das schon ziemlich viel Schaden, will ich mal sagen. Komm, Dunkelklau, und weg mit dem. Das wird er wohl nicht überleben, oder? So, komm. Schlagen wir den weg. Oh, das hat er überlebt. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Freund. Also, warum macht das denn so viel Schaden? Ich weiß, dass X-Watt ein gutes Pokémon ist, aber trotzdem, chill doch mal, hey. Ach, der... Ja, da muss ich nochmal heilen gehen hier. So, Hypertrank, heilen wir mal eben. Und ich denke, nach diesem Kampf sollten wir auch schon durch das Lager durch sein, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, was hier noch groß kommen könnte. Oder? Weil ich glaube, das Finale der Geschichte ist an einem anderen Ort. Wir haben ja gerade schon, oder das war vielleicht auch im letzten Part, keine Ahnung, gehört, dass die Waffe und die Energie in einer anderen Stadt sind. Ne? Deswegen, So, was kommt jetzt noch? Calamanero, das ist dieser... Ja, diese Entwicklung von Iskala da, genau. Den fand ich auch immer so... Der sieht so komisch aus, oder? Mögt ihr den? Also, ich finde den irgendwie wirklich sehr, sehr seltsam. Sein Körper sieht irgendwie so komisch aus. Ich weiß nicht, hä? So, komm und drauf sein. Der sollte jetzt... pass auf, pass auf. Okay, und jetzt besiegt den. Weg mit dem. Damit wäre auch der besiegt. Jetzt sollten aber wirklich alle Vorstandsmitglieder besiegt haben, glaube ich. Level 47. So. Guck, der sieht so weiß aus irgendwie. Aber nicht so gesund weiß, sondern so mega, mega ungesund weiß. Ach, ich weiß nicht. Menschenskinder, du bist eine Wucht. Weil das hier ist halt so normal weiß. Und nicht so, wie der aussieht. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Summa summarum heißt das, dass ich dir jetzt etwas Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt ihre schreckliche Kraft einsetzen, können wir Kalos vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befinden sich ein roter und ein blauer Knopf. Einer davon schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es. Ich weiß doch gar nicht, wer für was verantwortlich ist. Rot oder blau? Ich sag mal blau. Möchtest du den blauen... Ja. War das richtig? Du hast es getan. Du hast es wirklich getan. Du hast den blauen Knopf gedrückt. Das war die richtige Wahl. Ich gratuliere. Aber die ultimative Waffe aktiviere ich trotzdem. Der Boss meinte zwar, du dürftest die Waffe tatsächlich stoppen, wenn du richtig wählst. Aber ich werde das nicht zulassen. Deshalb werde ich nun ohne weitere Umschweife zur Tat schreiten und den Knopf drücken. Ja, Betrug, Mann. Sieh nur, sieh auf den Monitor. Was haben wir jetzt hier? Was geht hier vor sich, hä? Huh? Diese Steine. Bewegen sich? Was ist da los? Waren es etwa nicht nur Steine? Was zum Teufel ist das? Ein riesiger Kristall? Okay. Das ist wohl die ultimative Waffe, von der hier die ganze Zeit die Rede ist. Und damit kann man wohl alles Leben auf der Welt auslöschen. Oh oh, das kann nichts Gutes heißen. Da ist das Ding. Die Häuser sind einfach umgekippt, okay. Hm.
Wir sollten die aufhalten. Wir haben es ja versucht, aber hier sind wir scheinbar am falschen Ort. Hast du das gesehen? Die ultimative Waffe wurde wiedergeboren. Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alle außer Team Flair ins Verderben stürzen. Ja, warum würden die euch... Warum würde das euch ins Verderben stürzen, hä? Die giftige Blume ist in Kromlexia erblüht. Der Traum unseres Bosses, eine Welt der Schönheit zu schaffen, wird wahr. Summa summarum heißt das, ein Sieg für die Wissenschaft. Das hört sich alles andere als gut an. Wir müssen also irgendwie nach Kromlexia kommen. Wir sollten also sofort hier los. Hier können wir auf jeden Fall nicht bleiben. Mal wieder direkt nach oben gehen. So. Und weiter geht's jetzt hier direkt. Raus hier. Bevor diese Wahnsinnigen dort wirklich etwas tun. Raus hier, so. Und dann am besten auch mal heilen gehen gleich. Wobei, wir können einfach dorthin fliegen und dann dort heilen. Das ist ja jetzt hier nicht das größte Problem. Fliegen wir mal los nach Kromlexia. Das war hier irgendwo, ne? Glaube ich. Kromlexia? Wo war denn das? Hier? Ja, hier. Na komm, geh rauf. So. Fliegen wir mal dorthin und versuchen Team Flair mit ihrem wirklich grauenhaften Plan, grausamen Plan vor allem auch, aufzuhalten. Die ganze Menschheit auszulöschen ist jetzt nicht so unbedingt der friedliche Weg, ein Problem in der Welt zu lösen, würde ich mal sagen. Und weil dann existiert die Welt ja kaum noch, wenn noch ein paar Leute am Leben sind. Das können wir so auf jeden Fall nicht zulassen. Erstmal das Team heilen und dann würde ich sagen, brauchen wir auch erstmal eine klitzekleine Pause, bevor wir uns dann dem nächsten Teil des Spieles hier widmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Part werden wir versuchen, das Ende der Welt ein bisschen aufzuhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.